Efferon ragte vor dem Portal auf und schäumte vor Hass. Er hatte Kurtrus in seinem Griff. Er war ihm ausgeliefert. Ich musste ihn retten. Jetzt habe ich, glaube ich, zu spät auf Aufnahme gedrückt, aber ich hoffe, man hat noch alles gehört, irgendwie halbwegs. Herzlich willkommen zurück bei einem neuen, nicht nur Kapitel, neuen Herausforderungen beim Buch der Söldner mit Carrie Rome und eurem Neosuit. Jetzt haben wir es hier mit dem Oberbösewicht hinsichtlich der Dämonen zu tun, Aneferon. Kariel findet Kurtrus im Griff des Schreckenslords. Sie muss ihn befreien. Und der Schreckenslord hat den Hieb des Schreckenslords, womit er dem feindlichen Diener ganz links 2 Schaden zufügt. Okay, ich dachte jetzt ganz links und ganz rechts, aber es geht ja noch. Ein paar Geheimnisse. Wir haben Point in Not. Das ist garantiert keine normale Karte. 6 Leben wiederherstellen, 2 Karten ziehen. Wäre super stark. Nehmen wir sie gerne mit. Und ob man Hellsteg wieder. Das könnte der Jagdmannschrei auch eine gute Möglichkeit sein. Feierter, Singularität, Gruppenbildung. Ja. Und Buchband der Hoffnung. Wir haben also wieder relativ ähnlich spielen wie den vorherigen Herausforderungen. Vielleicht kriegen wir noch irgendeine besondere Heldenfähigkeit. Vielleicht haben die Rekruten jetzt 2-2. Kariel gegen Aneferon! Aneferon, lasst ihn los! Sofort! Dieser lästige Wicht bedeutet euch etwas? Ja. Das ist jetzt interessant. Spielen wir vielleicht mal so. Ich vielleicht gerne so behalten, aber ich würde gerne auf der 1 sowas haben. 2 Karten zu ziehen, um das zu machen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Spott. Spotthol ist rück. Befreit Kurtrus und beginnt die nächste Kampfphase. Rechte Hand, linke Hand. Kurtrus, geht es euch gut? Er hat mich in der Hand. Ich muss mich befreien. Ja, das stimmt. Nützliche Dinge teile gerne. Ja, es wird ein bisschen schwierig gerade, doch. Man kriegt natürlich noch mehr Schaden. So schwer ist das gar nicht. Aber es wären zumindest besser. So, 4 Mana. Nach allem, was ich getan habe. Das hier ist wichtiger. Jetzt kämpft! Wir haben kein Geheimnis. Der hätte aber 4-5. Eine geniale Verteidigung ist die beste Verteidigung! Lasst ihn gehen! Ich glaube, wir brauchen Kurtrus auf jeden Fall. Lebt wohl! Aber wir kassieren halt hier auch ordentlich Schaden. Haben wir irgendwas mit Spott? Wird nur stärker, kann keinen Helden angreifen. Leicht problematisch, das Ganze. Melde mich zum Dienst. Ich kann es kaum erwarten, dir hier zu lesen. Nicht mit mir. Lebt wohl. Schreibt mich nicht so an. Wir hatten einen schlechten Start, ansonsten denke ich. Ist das ganz gut soweit? Gehen hier in diese befreundete Charaktere. Der zählt eigentlich befreundete Charaktere.
aber offenbar nicht so ganz. Wer ist das? Ich werde euch befreien. Ja! Ich bin frei. Danke, Kariel. Es ist noch nicht vorbei. Legen wir los. Ja. Fügt einem Diener und seinem Nachbarn einen Schaden zu. Ja, leider reicht das dann nicht. Wir schlagen diese Rohlinge zurück. Adieu. Okay, schade. Schade, keine Zeit für den langsamen Tod. Ist, ganz ehrlich, die sind hier ganz schön provoziert in dieser, in diesem Kapitel. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Anfangshand. Auch mit diesen beiden ohne Geheimnissen. Dann hätte man ein Geheimnis gezogen, wäre es cool gewesen, aber so. Sehe ich da wieder, dass wir diese richtigen Karten ziehen müssen, würde ich sagen. Ja, was ist denn jetzt hier los? Hallo? Okay. Kariel! Gegen Anetheron! Anetheron, lasst ihn los! Sofort! Dieser lästige Wicht bedeutet euch etwas? Zwei Karten ziehen, ja. Das sind Kombi, okay. Leben. Wir können nichts. Das ist das Problem. Es ist eine Menge Schaden dann. Kurtrus, geht es euch gut? Er hat mich in der Hand. Ich muss mich befreien. Ich hätte mir doch zwei Karten ziehen sollen. Lebt wohl. Das kostet ihn ja zwei Mana. Aber uns hat auch Schaden, ne? Das Licht schwindet. Doch wir kämpfen noch. Mitmachen, dann kriegt er zwei Schaden. Ja, dann ist das so, der geht eh in drauf. In den Kampf! Lasst ihn gehen! Ihr seid schwach. Das ist das Ende. Na gut, er muss ja Schaden machen. Wir haben relativ viele Diener jetzt, das passt ja ganz gut. Nach allem, was ich getan habe! Das hier ist wichtiger. Jetzt kämpft! Ich kann es kaum erwarten, dir hier zu leben. Adieu! Ja, okay. Aua, aua. Okay, noch einmal ein Upgrade, würde ich sagen. So schwer ist das gar nicht. Und die Beine beirufen. Ich werde euch befreien. Ja, es funktioniert. Naja, warten. Hier geht immer nur Face. Das ist natürlich alles andere als cool. Okay. Kriegen mehr Leben. Wir brauchen einen Sport. Eigentlich brauchen wir ihn hier. Heiligzauber werden reduziert. Wir haben keinen Heiligzauber. Er ist heilig. Könnten also einen richtig aufwerten. Ich kann es kaum erwarten, dir hier zu leben. So, der geht weg.
bin frei. Danke, Kariel. Die Angriffshelden. Es ist noch nicht vorbei. Legen wir los. Ja, es ist noch nicht vorbei. So sieht's aus. Der kassiert mit den feindlichen Dienern ganz links und rechts zwei Schaden zu. Ja, siehst du, ich mach das schon. Das habe ich schon befürchtet. 9 Schaden, viel zu viel. Das ist das Ende. Okay, Weihe auf jeden Fall. Den auch nochmal gucken, bitte. 3 Karten. Der kann den wegmachen. In den Kampf! Haltet nach Übergriffen Ausschau! Die Nordwacht hält das! Okay, jetzt haben wir gerade Bord. Wir haben noch 4 Leben. Wir bräuchten unbedingt Heilung. Und Sport. Das ist das Ende. Ich komme aus dem Rad. Zwei Leben werden wieder hergestellt. 3 Einzel ist dann weg. Hier ziehen wir noch erstmal den hier zum Decker bei und lass sie kämpfen. Ich würde sagen, wir wollen einmal unseren Kollegen haben. Das Licht schwindet. Doch wir kämpfen noch. Die haben auch Gottesschild. Wenn ihr einen Diener mit 1 Leben herbeiruft. Das wäre auch eine Überlegung. 5 Abenteurer. Machen wir das. Die Nordwacht hält stand. Ja, der ist dann weg, aber wir hätten hier Möglichkeiten, uns wieder zu heilen. Jo. Okay. Nehmen wir mal mit. Wir ziehen erstmal, gucken, was wir kriegen. Eine Außenseiterkarte. Bringt einen feindlichen Diener zum Schweigen. Angriff. Würde ich mal so machen. Ziehen. Hereinspaziert. 4 ist okay. 3 Karten, wo ich jetzt nicht ziehen wollen. Was kriegen wir hier noch? Lebensentzug, ja, perfekt. Einmal Gesundheitsstein, kommt sofort. Einmal Gesundheitsstein, kommt sofort. I can't do that, I can't do that. Achso, ich kann keine Hände. And she can't do that. Die Nordwacht hält stand. Gut, Schaden. Wir würden ja ein Plus damit machen. Machen wir mal so. Adieu. Das ist halt genau unser Sport. Vier passt ja genau. Eine geniale Verteidigung ist die beste Verteidigung. Wir könnten noch einen angreifen lassen. Mit 6. Gottesschild. Wir müssen ihn angreifen lassen. Wir können die nur beschwören. Machen wir mal so. Hier kommt keiner durch. Ja, dann machen wir. Damit genügend Schaden.
Einmal Gesundheitsstein. Ich hab keine Mama mehr. Habt ihr alle Spaß? Nee, wir können mit ihm nicht angreifen, Kollege. Das versteht er nicht. Okay, wir machen mal so den dann. 10, 3 Karten für 3 Mana. Wenn er nur stirbt, dann ist das so. Sieht jetzt nicht schlecht aus. Das ist das Ende. Aber kein Spott mehr da. Hätten wir noch ordentlich Angriff. Eure Worte sind vergeblich. Ja. Aber war auch nicht ohne. Er wird schwächer. Seid euch nicht so sicher. Das war nur ein Bruchteil meiner Macht. Seht her. Mhm. Okay. Jetzt hat er sich was Fancyes angezogen. Anetheron wird Sturmwind zerstören. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt oder nie. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Jetzt wird abgerechnet. Stellt euch mir, Schreckenslord! Stellt euch mir! Nieder mit dem Dämon. Ja, ich sehe schon den Titel. Anetheron und Anetheron. Im Doppelpark. Der Schreckenslord bedroht die Stadt. Er muss aufgehalten werden. Ja, was haben wir denn eben gerade gemacht? Für 2 Mana kann er die Macht der Legion aktivieren. Er hält dabei einen, keine Ahnung, Kernzauber auf die Hand. Was soll man das heißen soll? Gehilfen, okay, nehmen wir mal einfach mit. Das macht sich sowieso verleiht. Dienern auf eurer Hand. 1+1, nachdem er befreundete Diener Gottes verloren hat. Und dann wurde eine Haltbarkeit abgezogen. Und die Not wieder bei Hand von Adal 2-1. Kurtus und Kari sind immun bis zu ihrem nächsten Zug. Die beiden werden also auf dem Feld dabei sein. Was hat er denn nochmal? Ein Kernzauber, keine Ahnung. Nochmal habe ich es mir nicht gemerkt, weil ich nicht wusste, was das ist. Bannerträger zieht wieder. Die konnte man nicht richtig gut einsetzen. Das war echt traurig. Haben wir denn jetzt großartige Geheimnisse? Ja, die zumindest. Ja, nur 2 Geheimnisse. Kacke. So, und Buchband wieder 1 dabei. Also irgendwo hier in der Mitte werden wir schon genügend ziehen müssen. Zusammen mit Carrie und Kurtros. Und die Plätze machen, um auch zu schauen, was wir für eine Heldenfähigkeit bekommen. Gegen Anetheron! Ihr gehört hier nicht hin, Dämon! Wir werden euch vertreiben! Ihr verteidigt eine verlorene Welt! Flieht und verlängert euer erbärmliches Leben! Aber bisher gefällt mir das Kapitel sehr gut. Also es sind abwechslungsreiche Missionen mit interessanten Ideen und nicht immer so Schema F. Das lassen wir mal, den, ja, den vielleicht nicht, gucken wir, ob wir es auf der 1 kriegen vielleicht. Und wir haben eine neue Heldenfähigkeit, die müssen wir gleich mal angucken. Zunächst mal, Kurtros Aschenschoss, Eifer, erhält einen dämonischen Zauber auf die Hand, nachdem dieser Diener einen Diener angegriffen hat und vernichtet hat. Okay, Todesrechnen wird bis zur Wiederbelebung inaktiv. Und wann wurde er wiederbelebt? Wahrscheinlich hiermit vielleicht? Keine Ahnung. Okay, wir müssen einen vernichten, kriegen Zauber. Was das heißt? Keine Ahnung. Lasst Himmel und Erde brennen! So, was heißt das hier? Ist klar. Ohne euch wäre ich nie so weit gekommen, Kariel. Ich hätte nicht an euch zweifeln dürfen. Noch eine Schlacht. Und eure Familie findet Frieden. Okay, was passiert jetzt? Macht euch bereit! Warum wirst du wiederbelebt? Dein Diener zu Beginn eures nächsten Zuges 3 Schaden zu. Machen wir so.
Aha. Da, siehst du. Erlösung. Wie erwartet. Es ist noch nicht vorbei. Die Zeit ist gekommen. Aber hör ein bisschen, 6-6 ist halt eine krasse Sache für zwei Leben, ne? Kann ich. Yep, ich sehe, das ist definitiv problematisch. Wir könnten einem Diener was verleihen, das können wir alles nicht machen, also bleibt uns nur das. Und wir können, der hat Eifer, siehst du? Macht euch bereit! Gewaltige Höllenbestie! Möge die Pest über euch kommen! Ja, das war natürlich außerordentlich ungünstig. Ich könnte den ziehen. Ich könnte auch sagen, wir machen das mit denen. Doch wir kämpfen noch. Kurtos und Kari sind immun bis zum nächsten Zug. Das ist natürlich super, wenn wir den wiederbeleben. Drei, zwei. Wiederbelebt. Krieg keinen Schaden. Ja, das ist natürlich ein bisschen bitter. Den Weg machen. Erhebt euch! Einem ja, oder so. Ich sage es. Oder so. Ist alles nicht so einfach. Lebensentzug. Aua, aua, aua. Wir wollen ihn wiederbeleben. Es ist noch nicht vorbei. Und wir wollen ein Gottesschild geben. Nicht mit mir. Das können wir uns ja mal sparen. So, da wird er stärker, ich sehe. So, dann hätte ich gern den. Wir haben hier ein paar. Wir haben nicht vier auf der Hand. Dann mach erstmal einen kaputt. Das bringt mir nicht so viel. Auf eurer Hand. Dienen auf eurer Hand. Okay, alle kriegen das. Auch kein Leben. Kann den herstellen. Den hier so tatsächlich. Ist das gar nicht. Okay. Vielleicht tatsächlich leben. Zwar könnte man noch stärker machen. Ja, mehr brauchen wir gerade gar nicht machen. Drei Angriff, um den noch wegzumachen. Aber dann wäre das hier weniger. Nett. Thank you.
können den wegmachen. Unser Kollege. Mit mir. Seid bereit. Ah, ich hätte noch immun machen können. Naja, was soll's. Dann können wir vielleicht noch heilen. Spürt die Umarmung des Lichts. Danke. 12,8, ziemlich stark. Ich weiß nicht, was er noch hat. Können Sie den Todesring überleben? Fünf Schaden fügt das zu. Ja, dann machen wir das doch, ja. Schwindet. Doch wir kämpfen noch. Zweimal dem Feind mit dem niedrigsten Leben zwei Schaden zu. Das. Es trifft dann nicht alle komplett. Doch, funktioniert. Und zwei Diener nochmal extra Schaden. 15. Spürt meinen Zorn! Jetzt muss er was dagegen spielen. 15 ist schon eine ordentliche Hausnummer. Hat er auch. Der Schwarm ist unglücklich. Ja, aber wir beleben sie wieder. Es ist noch nicht vorbei. Gar kein Problem. Und ziehen wir noch zwei Karten. I can't do that. I can't do that. Die können noch mal gestärkt werden, würde ich sagen. So schwer ist das gar nicht. Ich kann es kaum erwarten, hier zu leben. Möge Feuer auf euch herabregnen. Verteidigungsversuche sind jetzt zu Ende. Okay. Ja, ich würde sagen, Kurtos und Karie sind immun. Du machst den. Sturmwind darf nicht fallen! Warte, bis wann sind die? Bis zu eurem nächsten Zug. Ja, weiß nicht, was zuerst ausgelöst wird. Zu Beginn 3 Schaden. Wer ist das? 8, 9 und so bitte. Mehr können wir nicht heilen. Lassen wir bitte nochmal so. Das gibt nicht mein Kratzer. Okay, damit kriegen wir den weg. Ja, wir machen den weg. Endlich! Hier kommt keiner durch! Wir haben noch 8 Karten. Ich würde mal warten. Erstmal warten. Vielleicht ihn noch ein bisschen größer machen. Ja, okay, das war nicht so klug vielleicht. War die mit Spott davor? Okay. So, wir haben jetzt 27 Schaden. Die können immun werden. Wir können aber auch 6 Leben wiederherstellen. 2 Karten ziehen. Zieht einen Diener, wenn man kann. Mutieren, okay. Wir schlagen diese Rohlinge zurück. Aber es ist too late. Ich würde sagen. Haben wir noch einen. Das ist halt alles kein Heiligzauber. Ist alles.
Einfach so, dass wir sagen, wir wollen Schaden machen. I can't do that. Eine geniale Verteidigung ist die beste Verteidigung. Das war's. 8, 9 noch. Wie viel der Hand könnte noch mehr haben, wahrscheinlich. Was haben wir noch an Heldenopf? Okay. So, mehr hat er nicht, damit haben wir's. Ja, ja, ist okay. Und wie ich sage, gut gespielt. Ihr seid ganz schön zäh. Eure Worte sind vergeblich. Für was? Wir haben es geschafft, Kotrus. Es ist vorbei. Eure Familie kann in Frieden ruhen. Ihr habt mit Feuer im Herzen gekämpft. Ich weiß, was es heißt, Dinge um jeden Preis zu Ende zu bringen. Für die Familie. Ja, also für mich hat das Buch des Söldner hier gerade einen guten Schwierigkeitsgrad. Schon herausfordernd, aber nicht so frustrierend. Klar, man merkt irgendwie, es hat ganz schön wieder was mit Luck zu tun, was man sieht. Daraus wird die Begegnung dann leicht oder schwer. Aber ist eine gute Mischung. Wenn es euch auch so ergangen ist oder anders, schreibt es doch gerne in die Kommentare oder lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei den letzten beiden Herausforderungen bei Carol Rome im Buch der Söldner und eurem Nerzut bei Hearthstone. Bis dahin, bleibt sauber. Tschüss.